Am Mittwochabend ist am Flughafen ein aus Stuttgart kommendes Passagierflugzeug von der Landebahn abgekommen. Offenbar aufgrund von Glatteis geriet es nach der Landung beim Ausrollen von der Fahrbahn ab und fuhr sich fest. Nach Angaben des Flughafens wurde niemand verletzt. Die Passagiere und die Besatzung konnten das Flugzeug über eine Treppe verlassen und wurden mit Bussen ins Terminal gebracht. Die Betriebsfeuerwehr legte die Reifen des Fliegers frei und schleppte ihn danach ab. Der Flugverkehr lief derweil uneingeschränkt weiter.